Herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Es ist Part Nummer 3. Und nachdem wir das letzte Mal erfolgreich den Server geklaut haben, wollen wir jetzt mal schauen, was der liebe Chris sich jetzt für euch und für uns, also für die Julia und mich, auch ausgedacht hat. Hau rein. Was hast du? Ein Job. Ja. Ich schließe mir die Beschreibung auch nicht. Da kommt nämlich gleich eine. Gut. Gut, das werde ich safe alles rauscutten hier, die ganzen Ladekacke da. Ganze Ladezeit. So. Ein Zahnarzt. Oh ne, da bin ich raus. Wir hatten gerade auch einen der Zahnarzt. Job. Hab ich nicht gelesen, zählt nicht. Wir sind hinter dem Kommissar her. Wir tun das für Hawksen, den Typen, den wir gerade gerettet haben. Um an ihn zu kommen, müssen wir ihn finden. Gut. Schaffen wir doch. Easy, oder? So. Okay. Motor. Eliminiert die russischen Gangster. Ey, mal nicht gegen die Polizei kämpfen. Ist ein Wunder. Russische Gangster, wo sind wir denn hier? Prison Break? Jo, man kommt hier hoch und die sind instant tot. Jetzt kommt die Polizei. Natürlich, weil russische Gangster reicht ja nicht, wenn du die hast. Muss ja auch noch die Polizei sein. Wieso können wir mal nicht einen Job ohne Gegner? Echt mal, ganz einfach ein. Ah, aber ist hier das Fenster, oder? Ich knacke einfach mal ein Schloss, was auch immer mir das bringt. Damit machst du Türen auf. Wir finden ja die. Also wir müssen ja den Typen finden, denke ich mal. Ja, hier ist keiner. Jetzt kommen die Cops. Oh, geil. Jetzt knacke halt das scheiß Schloss. Dankeschön. Aber ein paar noch mehr Gangster und Polizei. Das ist ein Kühlschrank. Oh. Ein Meth-Labor. Und Meth-Labor. So, ab geht er. Boah, Alter. Jetzt haben weiterhin die drei Gegner. Drei Gegner sind hier noch irgendwo. Bleiben wir mal beim Meth-Labor. Ja. Benötigt Salzsäure, also wir müssen irgendwie was machen. Boah, das macht einen ganz schön busy. Bleib mal hier beim Meth-Labor. Ich hab Salzsäure. Ich hab die Salzsäure hinzugefügt. Und nochmal Salzsäure. Alter, what the fuck? Von wo? Ja, geil. Ich nehme hier einfach mal Free Money mit. Hallo? Na komm, hallo? Nimm halt das Geld mit. Ich soll ein bisschen Feuer starten. Soll ein paar Sachen. Geht absolut nicht. Das ein paar Autos erzählt und so. Man kommt absolut nicht hinterher, oder? Alter, stehen mir halt in der Fresse und der Typ macht absolut nichts, ey. Die stehen mir im Gesicht. Anstatt mich irgendwie zu safen? Nö. Noch drei Sonderabfackeln. Ich muss mal ganz kurz rein, weil sonst bin ich gleich absolut tot. Ich komm mal auch runter. Einfach abschießen das Ding dann hier, ja.
was wir das beziehen. Ja, ich mach halt den Dings auf. Go? Kann ich hier hoch? Hat irgendwer ein Medipack gerade? Sonst wird's hässlich. Schlimmer wie sonst kann's ja nicht werden. Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten, weil sonst bin ich gleich absolut tot. Mach weiter. Komm mit. Zerstört die Tankstelle. Okay. Ich mach. Ich geh rein, das ist mir zu dumm. Alter. Ich bleib mal lieber hier dran. Das ist mir ein bisschen zu risky. Wenn du ihn hast, dann... Alter. So, jede Tankstelle ist angekommen. Kurz Waffe wechseln. Knallen wir die hier alle aus dem Zimmer raus ab. Krieg ich nix. Okay. Hier ist absolut nichts mehr los, glaube ich. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal Julia hinterher. Wird schon nicht schief gehen. Ich bin gleich da. Hier bin ich. Such nach dem Keller. Ich wollte nur sagen, dass ich das Meth-Labor gerade in die Luft gesprengt habe. Und das ein kleiner Fehler war, da wo ich stehe. Ah, ich bin rausgekommen. Uff. Ich muss immer mal wieder hier in die Ecken, sonst bin ich absolut tot. Klapper. Tschüss. Oh Gott, ich geh wieder ins Zimmer, das ist mir zu blöd. Hier ja, brennt's. Ja, weiß. Ja, okay, nur nicht. Das kommt hier nicht hierher, wo wir stehen? Nein. Ist das sicher? So ein Affertag. Ja, ich bin da. Ball wirft uns 30 Sekunden Geschenk ab. Das wird gleich interessant. Wir haben jetzt einfach mal ein komplettes Motel auseinandergenommen. Oder besser gesagt, Julia und Chris einfach mal im Alleingang. Ja gut. Das war aber mehr Zufall als alles andere. Na und? What the fuck? Von wo? Weiß wer hier... Der macht doch absolut nichts.
Oh Gott, ich muss da jetzt hin. Ich bin gleich da. Ja, dann nimm du die. Ja, vielleicht muss ich kurz. Wie genügend die denn? Alter. Oh, es war so klar. Hinter euch. Kino, jetzt darfst du fahren eigentlich. Kino. Ich will fahren, Ich glaub, du darfst fahren. Wo hier, seid ihr? Wo stehst du? Kino. Hier, guck mal. Um Motor so anzulassen. Ich glaub nicht, dass du fährst. Oh Mann. Egal, mach ich jetzt einfach. Ja, ach, der fährt dann. Ach so. Ach so, wir sollen jetzt einfach den Motor am Laufen lassen und verteidigen so lange. Dann würde der überhitzen und damit dann wahrscheinlich. Nein, wir haben das Seil hier vorne dran. An der Kellertür. Ach, guck mal. Hightech-Maltech. Warte hier beim Keller, das ist mir. Da vorne ist mir ein bisschen zu viel Geballer, das geht mir gar nicht, das gefällt mir nicht. Ist ja nicht so mein Genre. Macht aber trotzdem Spaß. So. Oh! Er hat's, alles klar, ich bin unten. Ab geht er. So. Na gut, wieso benutze ich jetzt einen Bohrer? Wenn Chris das auch einfach mit C4 machen könnte, aber es sind nur 55 Sekunden. Chris, mach's mit C4 auf. Hey, Chris, mach's mit C4 auf. Chris, mach's mit C4. Tschüss, Bohrer. So. Alter, what? Na komm, nimm das Geld. Ich hab auch eine Brechstange. Ich hab Barcode. Die Raketen drin. Georgetown. Nimm das scheiß Geld jetzt. Wann kriegt man mal so viel Geld? Egal. Scheiß mal aufs Geld. Komm her zu mir, wir können den Barcode über nicht rennen. A couple of minutes. Ja, guck mal, du kannst den Barcode scannen. Barcode. Hier ist noch ein Barcode, West End. Oh shit. Tschüss. Oh shit, da sind noch ganz viele. Gib mir noch mehr Zeit. So. Heißt der Chris haut ihn mit dem Baseballschläger um, ich hau ihm einfach mal ein paar Kugeln in den Rücken. Ich mach da kurz einen Prozess. Zigaretten sind aus Downtown. Weißt du, wo die Zigaretten sind? Wir müssen die Zigaretten. Oh, fuck. Der war kaputt. Da wird dann der Barcode drin sein, denke ich mal, den wir brauchen. So. Das waren mir gerade definitiv zu viele Leute. Falsch, wa? Dann mach mal deinen Barcode rein und tu dann den aus den Zigaretten.
Wie lange es aber braucht, um diesen Barcode rauszufinden. Der Typ hat den Barcode daraus genommen. Jetzt habe ich den wieder aktiviert. Da machte Christian Negan. Ja, fünfmal. Ey, Kino, der nimmt das schon wieder raus. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich knall den dann ab. Oh, Koks. Russischer Schrotthaufen. Hallo, komm, lad nicht immer so 10.000 Jahre nach. Dankeschön. Ich hab Koks. Kino, hier liegt noch Koks. Ich will keinen Koks, brauch ich nicht. Nein, nimm, das können wir verkaufen. Geld. Kino, hier bei mir. Kino. Ach, da hinten. Jojo. Was ist das denn? Bin ich dein Hund? Ach, die kommen da oben durch. Obvious. Guck mal, 50.000 für eine. Warum? Ich pack die zur Treppe nochmal kurz. Werfen wir Julia das jetzt einfach dahin, oder was? Ja, ja. Ah, sie muss den Barcode gleich einmal herbringen lassen. Hab ich dir da hingeworfen, ja? Kino, mach mal deine Dings. Ja. Deine Munitionsfläche. Wo bist du denn? Hinter dir. Hinter mir? Ach, da. Da. Entkommt. Alter, wer hier nicht durchkommt, dankeschön. Wir wirklich alles brennt. Alter, hier brennt alles. Holy crap. Komm, gib Gas, gib Gas. So. Und da haben wir es doch. Cliffhanger. War das erst Tag 1? Ja. Ja moin. Gut, dann sind wir das ja gewohnt. Und dann seid ihr das jetzt auch ab sofort gewohnt, dass wir immer so einen richtig fiesen Cliffhanger reinklatschen. Und wir uns dann in der nächsten Folge sehen, wenn es heißt Payday. Haut rein, bis dann. Ciao.